Willkommen, liebe Anleger, zu einem neuen Marktupdate am heutigen Donnerstag hier bei BXWIST.TV. Nach dem schwachen Wochenstart, da hat sich der Schweizer Aktienmarkt ja wie erwartet einigermaßen seitwärts bewegt. Allerdings konnte auch ein Teil der Verluste wieder aufgeholt werden. Und wir sind im SMI heute dann bei der 9600 gestartet und bewegen uns seither ungefähr um diese Marke herum. Die Marktteilnehmer sind nach wie vor hin und her gerissen zwischen Hoffnungen auf die positiven Effekte von der Rücknahme von Lockdown-Maßnahmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite stehen eben nun die ja wirklich schlechten, teilweise wirklich schlechten Wirtschaftsdaten, die nun eben so nach und nach reinkommen und mal besser und mal schlechter sind am Ende, als sie erwartet wurden. Bei den Einzeltiteln haben wir diese Woche auch schon ein gemischtes Bild gesehen. Am Dienstag hat Adecco dann gemeldet für das erste Quartal und man ist doch recht gut durch das Quartal gekommen. Die Aktie dementsprechend dann am Dienstag auch im Plus. Aus der zweiten Reihe hat Aluflexpack Zahlen gemeldet und hier hat man den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar gesteigert. Man spürt Corona nicht wirklich und deswegen wurde auch der Ausblick bestätigt und die Aktie ist im Aufwind. Bei Eonikon fiel das Bild etwas gemischt aus. Der Betriebsgewinn, der hat durchaus gefallen. Allerdings wirft der Auftragseingang einige Sorgenfalten auf die Stirn. Und auch die beiden Geschäftsbereiche Kunstfaser und Oberflächentechnik entwickeln sich unterschiedlich. Während Kunstfaser wohl schon im ersten Quartal das Gröbste gesehen hat, es steht, dass der Seitensparte Oberflächentechnik wohl noch bevor und man wird hier weiterhin mit entsprechenden Gegenmaßnahmen dann gegensteuern, um am Ende gestärkt aus dieser ganzen Krise herauszukommen. Eine gute Nachricht dann noch gestern vom Ölmarkt. In den USA sind die Lagerbestände zwar weiterhin angestiegen beim Öl, allerdings nicht so stark wie erwartet. Es waren lediglich, kann man sagen, ja 4,6 Millionen Barrel im Wochenvergleich. Gegenüber 9 Millionen aus der Vorwoche. Und beim Benzin war es dann sogar so, dass die Lagerbestände rückläufig waren, da die Nachfrage entsprechend angesprungen ist. Generell aber zum Ölpreis kann man schon noch sagen, dass auf dem derzeitigen Preisniveau von 25 bis 30 Dollar eben die US-Schieferölproduzenten nicht wirtschaftlich arbeiten können. Die brauchen 40 Dollar und mehr. Insofern kann man davon ausgehen, dass wenn keine massive Nachfragebelebung kommt, dass sich das Angebot am Ölmarkt hier eben weiter reduzieren wird, da eben weitere Ölquellen erstmal stillgelegt werden müssen. Aber schauen wir uns nun mal kurz an, was denn dann heute so die Anleger bewegt oder wo die Marktakteure ein bisschen drauf schauen. Das sind beispielsweise bei den Einzeltiteln die Alcon. Hier ist es ja so, dass gestern die Generalversammlung war. Es wurden allen Anträgen stattgegeben und viel spannender dürfte dann auch sein, wenn nächste Woche am Dienstag die Quartalszahlen für das erste Quartal noch bekannt gegeben werden. Die Aktie führt heute bisher jetzt die Gewinnerliste an im SMI mit rund knapp 3% Zugewinn. Über einen Kursgewinn, da können sich auch die Anteilseigner von AMS freuen. Die Aktie war heute in der Spitze schon 8% im Plus. Aktuell sind es immer noch gut 4% und der Grund ist eben, dass Osram ebenfalls nun Zahlen gemeldet hat und hier ist es so, dass das Unternehmen zwar noch einen Verlust gemeldet hat von 39 Millionen Euro, allerdings ist dieser Verlust knapp 57% geringer als noch in der Vorjahresperiode und das sind insofern dann doch ganz gute Zahlen, die den AMS-Aktionären hier durchaus gefallen dürften. Noch mehr gefallen dürfte den Anteilseignern von Molecular Partners, dass der Kurs heute schon in der Spitze 15% im Plus war. Das Unternehmen hat ebenfalls Zahlen gemeldet und der Molecular Partners hat dann noch keine eigenen Medikamente am Markt. Das heißt, hier ist wie bei anderen Titeln eben sehr wichtig, wie sieht die Liquiditätsausstattung aus und die ist gesichert bis Mitte 2021. Und was die Pipeline angeht, meldet das Unternehmen ebenfalls Erfolge, auch in Sachen Corona. Das dürfte auch der Grund gewesen sein, warum die Aktie heute nun so stark ins Plus gelaufen ist. Ansonsten schauen die Marktteilnehmer jetzt dann natürlich heute noch wie immer auf Konjunkturdaten aus Amerika.
Heute Nachmittag stehen dann noch die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung an. Die werden jetzt, ja, laut Schätzungen mit rund 3 Millionen erwartet. Da sind wir mal gespannt drauf, wie die dann schlussendlich ausfallen werden. Bereits gestern sind ja Zahlen gemeldet worden für den April. Hier ist es so, dass ja die erwarteten rund 20 Millionen Arbeitsplätze abgebaut wurden. Und auch morgen gibt es noch weitere Arbeitsmarktdaten, dann eben noch die Arbeitslosenquote. Und ja, dann ist die Woche auch schon wieder zu Ende, kann man sagen. Und wir sehen uns dann in der kommenden Woche zu einem neuen Marktupdate. Bis dahin, machen Sie es gut.